Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Royal-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Medford Memorial Hospital betreten und bestimmt gefüllte 10.000 Supermutanten hier schon erledigt. Und ja, machen wir damit weiter. Das ist alles im Sinne einer Siedlung, die wir helfen müssen. Oh, Tür des OP-Saals. Merken. Habe ich schon eine Medizin-Wackelpuppe? Wäre ja gut hier aufgehoben, ne? Aber Medizin habe ich, glaube ich, sogar schon. So, was haben wir denn hier? First Aid. Oh. Das wäre Vielleicht es. war nicht. Oh, gut. Gut gebrauchen. Persönlichkeit auswählen. Machen wir mal. Erste Hilfe. Wir sind First Aid. Typ, also mach mal First Aid. Aktivierung Protektron zu Diensten. Hi, was geht? Gut. Na gut. Dann. Weiß nicht. War schon wieder nicht, wo wir waren, wo nicht. Aber mal schauen. Muss noch einen Gegner erledigen. Irgendwo läuft nur einer rum. Mindestens. Muss aufpassen, dass ich nicht in der Nähe des Roboters schieße, weil sonst geht der schon wieder auf mich los. Also aufpassen. Ja. Na, nö. Mein Gott, wir haben ja noch einen ganzen Untergrund gefunden. Und da haben wir ein Save. Ja, mein Terminal, das mit dem Safe verbunden ist, müsste ich doch. Dann tun wir erstmal ein Safe öffnen. Bams. Wie schön. Schrotpatronen, sehr gut. Irgendwie sind Schrotpatronen voll selten in dem Spiel, habe Ich ich bin das Gefühl. durch. Und ich habe in letzter Zeit oft erstmal ein Ding nicht zu öffnen. Sehr geil. Du scheinst mir mit noch nichts irgendwie zuzustimmen, oder? Hancock, was gefällt dir denn so? Können wir schon miteinander Hey, reden irgendwie? willst du dir den Tag ein bisschen aufhellen? Ach, Drogen? Okay. Stimmt, ich glaube, wenn ich Drogen nehme, dann mag der mich lieber. Können wir mal versuchen. Cool. Wenn ich von 1 sehr viel ab, dann Drogen. Also im Spiel. Zwinker, Zwinker. Okay, also machen wir. Wir haben ein Psycho gegeben. Nehmen wir mal Psycho, auch wenn mir halt nichts mehr bringt jetzt. Ist von alle Psycho-Champs abhängig, das Schasse, ich reicht. will töten! Aber es hat ihn gefallen, also gut. Geh ich mal einmal zum Arzt und dann ist er wieder weg. Ich was hören. Na, wo bist du denn? Hier. Nur ein Gegner, ne? Uff. Uff. Ja. Ja. Auf damit. Okay. So, diesmal aber. Los, komm. Gib mir den Kuchen. Gib mir den Kuchen. Gib mir den Kuchen. Gib mir den Kuchen. Dreck. Irgendwann wird es klappen. Irgendwann kriege ich diesen verdammten Kuchen. Auch wenn er nicht echt ist. Aber ich will ihn haben. Na gut. Ja, hallo. Jemand versucht, den Schraubenzieher, die Vortec-Lunchbox zu öffnen. So, einmal für das Best of. Okay. Und zwar von ins Best of. Einfach so als
Merkwürdige Szene. So. Heilige, warum sind hier noch so viele? Ich merke gerade, wie viele rote Punkte hier noch sind. Kann doch nicht wahr sein. Was ist der Schalter hierfür? Okay. Hat nicht. So, wo seid ihr alle? Ich glaube, ich gehe gleich hier doch in den OP-Raum. Ich bin ja Professor, das ist ja fast das gleiche wie Arzt, ne? Er ist meisterhaft verschlossen. Aber ich möchte erstmal hier alles erkunden. Ich bin da runtergefallen. Das hätte böse geendet. Oh, ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Wenn man diese 25, 24 Dinger hier ist nicht, wo ich hin muss. Das ist der Ausgang. Im einen näher ich mich irgendwie gar nicht mit den 27er, 30er. Da ist das Klo. Hier irgendwo nicht sein. So, hier lang, da lang. Jetzt bin ich aber richtig, oder? Komm. Oder auch nicht. Ach, hier ist neu. Okay, Experte, ach, geh weg. Sometimes travelers seclusion. Okay, kenne ich nicht ab Bord. Conqueror, nein. Perimeter. Immer mit ER am Ende. Nee, ne. Pending. Ah. Beautiful. Ja. Marvels. Mein Gott. Vor allem die Schwierigkeit erhöht sich eigentlich gar nicht. Je nachdem, wie hoch die Schwierigkeit von diesen Terminals ist. Ich glaube, man hat immer die gleiche Anzahl an Wörter. Also ist die Chance, das Ding zu knacken, immer gleich. Cool. So. Man natürlich nicht so aufschließen können, so normal. So. Dann haben wir gewonnen. Technische Dokumente muss ich auch mal abgeben, wieder. Da ich sowieso jetzt abhängig bin von Psycho, sollte ich die sowieso benutzen, jetzt solange ich hier drin bin. Leider kriege ich keine neue. Aha. Ich hoffe ja dann, er mag es jedes Mal, wenn ich so ein Teil benutze. Weiß auch gar nicht, weil ich Abzüge bekomme, wenn ich nicht Psycho nehme, während ich abhängig bin. Wahrscheinlich geht dann irgendein Staatswert so um 1 runter oder so. Ah, wo komme ich? So, warte mal, wenn ich eine Laborstation irgendwas herstelle, gefällt ihm das auch. Buffharz. Oh, Ödlandheimwerker. Cool. Jetzt sehe ich nicht, was da oben steht. Mentals entfernt, ja. So, ja. Psycho wirklich mehr. Buah. So, Buffjet. Gefällt ihm auch nicht. Psycho Buff. Ich auch Erfahrungspunkte, sollte ich vielleicht auch benutzen. Dann sollte ich die verkaufen. Ich kann. Verdammten Dinger haben mich hier schon wieder verkuppelt. Oder. Ja, ich kriege einen Stärkeabzug. Ja, super. Ja, Stärke geht um 1 runter. Oder um 2.
Eins, glaube ich. Wenn ich keinen Jet nehme. What? Ach, da war falsche. Nicht Jet. Ich habe das benutzt, was hier Zeitlupe macht, ne? Das werde ich vielleicht auch mal benutzen. Vielleicht auch nicht schlecht. Das wär's. Wäre jetzt geil gewesen, wenn ich jetzt auch noch von Jet abhängig wäre. Ja. Kommt her! Hat ihnen nicht gefallen, verdammt. Gefällt es dir, wenn ich abhängig wäre oder was? Hast auch Probleme. Wow. Hey, schieß los. Nimm mal irgendwas von mir. Ja, mein verstrahlten Raketenwerfer. So, wo ist der Typ, den ich noch töten soll? Ich weiß ja echt nicht mehr, wo ich hier noch nachgucken soll. Jetzt bin ich wieder hier. Ey. Ich gehe in den OP-Saal. Jetzt bin ich in den OP-Saal nicht. Mein Gott. Hier, so. Jo, nein, vielleicht komme ich von da aus irgendwie dahin. Irgendwie zu blöd. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Voll der Irrgarten. Das verdammte Krankenhaus. So. Das wär's. Oh, ist gar kein neues Gebiet. Ja, super. Normalerweise, wenn da irgendwie vor der Tür so ein Ding ist, Name, dann ist da normalerweise ein neues Gebiet. Cool zu wissen. Warte mal, wird doch irgendwas jetzt bringen. Kann ich irgendwie Geschütztürme oder so anmachen oder ausmachen oder was auch immer? Ich sehe jetzt auch nur aus. Damit ich im Radio schon wieder dafür einschalten. Keine Ahnung. Wenn das der Fall ist, dann sollte das echt nicht so eingestellt sein. So. Der hat mich sowieso schon gesehen, also was soll's. Was? Wer da sein? So bestimmt von der Legendäre und so, ne? Ich hab jetzt gar nicht auf den Namen geguckt von dir. Was du für einer bist. Ich bin irgendwie so ein legendärer Supermutantenmeister, irgendwie sowas. Geschafft. Noch mehr. Ach, da ist der Siedler, stimmt. Warte mal, was? Was geht, ne? Ja, keine Legendären oder so. Boah, kannst du mal aus dem Weg gehen? Muss nicht immer direkt vor mir laufen, weißt du das eigentlich? Alter, halt der hier aus. Bin normal schlechter hier. Oh, ich bin gefallen, hilf mir hoch. Nein. Warte, wo ist er?
Mann, mein Kopf ist nicht sichtbar. Er ist nicht sichtbar und ich krieg voll viel Schaden, habe ich gerade gesehen. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Ist dich. Ist das? Oh. 60 Erfahrungspunkte für den, ehrlich? Okay, wow. Das ist natürlich voll oft Waffen durch die Gegend treten, oder? Haben wir hier noch Kronkorken, Hochleistungsmagnet. Wenn man das mir Stahl gibt, nee, okay. Injektorgewehr, nee. Ach, da komme ich da rein, okay. Bin immer noch nicht unter 100. Ja. Was geht, na? Du wirst mir jetzt helfen, oder? Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Jo. Muss ich sagen, ist halt auch einer, der sieht irgendwie aus wie ein Raider. Ist auch ein Raider. Ich den helfen sollte, macht irgendwie keinen Sinn. Da ist auch keine Raiders in meine Siedlung, außer hier benehmen sich. So eine Holzwand eingepackt. Holzwand kann ich locker eine Siedlung bauen. So, mehr gibt's ja aber nicht, ne? So wie es ausschaut. Ja gut, dann schwere Supermutantenrüstung. Boah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich... Ich kann die sogar noch tragen, okay. Ich meine, eine schwere Rüstung habe ich schon. Destroyer, also diese blöde Gitterrüstung. Bin mir jetzt nicht sicher. So, also wäre fertig. Gut, dann raus hier. Raus hier. Irgendwie diese arme Seele wieder zurück zum Außenposten. Wäre alles erledigt. Ja, anscheinend schon. Auf zum Commonwealth. Dann werden wir die Rest der Folge wahrscheinlich nur noch die Mission abgeben und Erfahrungspunkte einkassieren und Level-Ups verteilen. Ich sollte ja wohl den Level-Up noch bekommen. Los, los. Oh, schnell weg hier. Ja. Gut. Ist nicht was die immer mit ihrem Moral haben. Ich weiß auch gar nicht, wie man das erhöht. Hieß irgendwie, man soll Fernseher und Radios in den Siedlungen aufstellen, aber ich merke irgendwie keinen Unterschied. Die müssen auch am Strom angeschaltet werden wahrscheinlich. Ich habe mal in Sanctuary vor Mama Murphy so einen Fernseher hingestellt. Den habe ich jetzt mit dem Generator verbunden, also der läuft jetzt. Aber ich sehe keinen Unterschied jetzt hier in der Moral. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Mit Kronkorken. Denkt immer dran, das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb unterstützen wir die Minutemen auch. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir in Zukunft helfen werden. Okay. So, 67 Moral hatte das jetzt, ne? 67, ja, sag ich doch. So, Preston, ne? Ja, Preston Garvey.
Das müssen wir auch noch machen. Uah. So, der ist jetzt in Dingens am Verrotten. Sanctuary, so wie mit einem anderen. Meinen ganzen anderen Begleiter. Und ja. Wenn wir wohl genug Erfahrungspunkte kriegen, um ein Level abzubekommen. Dann müssen wir eine 50 erreichen, oder? Ich krieg noch eine Trophäe. Ja, und danach geht es noch weiter, levelmäßig, oder? Sonst habe ich ganz schön viele Punkte verballert. Mein Kollege ist schon über Level 60, also scheint er noch danach weiterzugehen. Aggressivste Viech im Commonwealth, das nervigste Insektenviech im Commonwealth. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sünden. Ich habe die Gude erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Das ist aber nett, Franz, ne? Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die... Hey, wenn du was brauchst, ich bin dabei. Warum hier was jetzt immer? Ich habe eben schlechte Neuigkeiten bekommen. Supermutanten haben eine Siedlung überfallen. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache ein Ende bereiten. Level 50. Das wird nie enden. Das wird nie enden. Ich bin ja in Sanctuary, also. Da habe ich Probleme. Wie bekomme ich jetzt nur noch hier von Hilferufe, von Sanctuary? Da war jetzt doch sonst irgendwie nie hier ein Problem aufgetaucht. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich weiß. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist... Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Leben. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Oh, allen hat das gefallen, okay. Okay, dann hat das nicht gefallen, okay. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das ist also jetzt blöd, dass jetzt alle hier sind. Jetzt braucht Strong nicht gehabt, hat denen hat gefallen, ich weiß es nicht. Hey, du musst es nicht. Brauchst du was, Bruder? Nein, Bruder. Was ich brauche, ist ein Level ab. So, jetzt können wir endlich mal Ninja hier haben. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden und mit deinen Nahkampfschleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Das ist krass. Bams. Das ist auch eine Fähigkeit, die ich richtig gerne gehabt habe im Fallout 3. Den dreieinhalbfachen normalen Schaden, deinen Nahkampfschleichangriff, den fünffachen Schaden. Vierfachen normalen Schaden und zehnfachen normalen Schaden. Das ist richtig krass. Das heißt, wenn ich einen Gegner von hinten angreife und der mich nicht sieht, mit meinem Schwert, dann macht das extremst hohen Schaden. Wenn ich das vielleicht noch mit VTS und kritischen Treffern verbinde, wow. Gute Nacht. So. Bist du? Bist Nick, ne? Ja. Fällt mir auch ein, wir haben doch diesen einen Typen mal hier hingeschickt, ne? Diesen. Ja, den hier. Den Vault-Tec-Typen. Was ist mit denen eigentlich? Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Ja, hat nur ein bisschen gedauert. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für mich? Wirklich? Ja, ich glaube, deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Was? Was machst du da? Ziehst du mich etwa wieder auf? Hi. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Sie haben mir nicht viel gesagt, Vault-Tec. Es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Und ich sollte ein Set mit Steakmesser gewinnen können. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Okay. Ich hätte ihn irgendwo hinschicken können, glaube ich. Keine Ahnung. Wenn ich einen Laden hätte, könnte ich den ja hier als Verkäufer vielleicht anwerben, den Typen. Dann könnte er den Leuten hier ein paar Sachen verkaufen und mir Kohle einbringen. Oder irgendwie sowas. Aber ich habe ja den Skill nicht mehr. Vielleicht hole ich mir ihn irgendwann nochmal zurück. Und irgendwie Geld oder so. Okay, Granaten.
Wird alles generieren oder was? Keine Ahnung. Jedenfalls. Am Sanctuary kümmere ich mich jetzt nicht schon wieder. Wie geht die? Weil wenn jetzt jedes Mal, wenn ich eine Mission mache, die Moral einmal hochgeht, dann ist auch ein bisschen doof. Ja, schon wieder was Neues hier, zum Beispiel. Oder? Nee, wir sind nicht. Dann Schiss drauf. Wir könnten das hier mal machen, das ist auch schon lange überfällig. Weil dann werde ich wahrscheinlich nicht. Werde ich wahrscheinlich Deacon mitnehmen, oder? Habe ich für Deacon schon die Fähigkeit? Nee, ne? MacReady. Ich wünschte, die könnte man irgendwie so sortieren, ja? Weil das ist ja eine Dingens-Mission, eine Railroad-Mission. Da sollte ich vielleicht Deacon mitnehmen. Was? Also, oh mein Gott, ich habe ihn doch gerade irgendwo hier gesehen. Wo da war der, glaube ich. Was geht? Ich habe keine Lust mehr zu warten. Hey. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war... Also legen wir los. Also, ich bin... Hancock nach Sanctuary Hills. Dann machen wir in der nächsten Folge mal die Mission für die Railroad. Vielleicht sind diese Dinger ja nicht wiederholbar. Oder? Keine Ahnung. Mal schauen. Jedenfalls bin ich den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Eine große gestörte Familie mit Knarren. Okay, tschüss.